einfach daneben benimmt und noch dazu er sehr viele Dinge, die ich jetzt hier nicht im Stream ansprechen will, getan hat und ich sehr sauer darauf bin und noch dazu einfach bei diesem ganzen Schmierentheater nicht mehr mitspiele, weil ich einfach keinen Bock habe, mir sozusagen wegen dem die ganze Zeit den Kopf zerbrechen zu müssen. Auf der anderen Seite ist es einfach nur kompletter Quatsch, was er da veranstaltet und soll er machen, ist seine Zukunft, ich tue ihn da gar nicht mehr mit reinsenken oder so, ich mache da gar nichts mehr zu dem Thema und werde ich in der Zukunft auch nicht mehr machen, weder heute noch in vielleicht 10 Jahren oder so, weil es hat einfach keinen Sinn für mich, mich länger da einzumischen und mir länger sozusagen das Leben zur Hölle zu machen, durch diese Sachen. Und egal was er die nächsten Tage in die Kommis schreiben sollte oder egal ob er drauf reagiert oder nicht, weil ihm langweilig ist, weil seine Freunde momentan keine Zeit für ihn haben. Es tut mir leid, aber es wird keine andere Meinung mehr von mir geben als das hier, außer er würde sich ändern. Aber es ist halt einfach nur mal so. Wenn er es nicht akzeptieren kann, ist das natürlich sein Problem. Aber ich mische mich da in seine Angelegenheiten ohne weiteres nicht mehr ein. Ich sehe da einfach keinen Sinn drin mehr und das ist auch alles, was ich jetzt noch dazu sagen will oder sagen tue, weil ich ansonsten mich wieder in dieses ganze Thema zu hart reinsteigere und ich auch auf jeden Fall da keine Lust drauf habe. Aber ich konnte ihn damals schon deswegen nicht verstehen, wie er meinte, Sachen durchziehen konnte, ohne irgendwelche Skrupel oder irgendwie, keine Ahnung, Bedenken dazu zu haben. Habe ich damals nicht verstanden und verstehe ich bis heute auch noch nicht. Aber ja, neben Design, wie schon gesagt, was er jetzt macht, ist mir relativ. Und ja. Also beim Schwimmen. Schwimmen kann ich aber schlecht hier irgendwo. Oh Gott. Leute, hab auch den ganzen Tag jetzt Videos gedreht, mein lieber Schieber. Beziehungsweise den ganzen Tag nicht, aber ich habe schon vor ein gutes Stück Videos gedreht, also. Boah. Anstrengend sowas. Wie kann es sein, dass ich bis jetzt keinen einzigen Gegner hier in der Runde gesehen habe? Ach du Schande. Letzte Runde sind sie mir wie Kletten an den Beinen gehangen und jetzt überhaupt keinen. Sehe überhaupt keinen. Bang, bang. Hi, ahoi! Leute, was auch irgendwie nice wäre, wenn Klombo wieder zurückkäme. Vermisst den Boy. Klombo, komm wieder zurück. My Boy. Miau. Schwimmen wie so ein Delfin durchs Wasser. Dem.
Blaue Chest. Let's go. Und ein blaues Auge. Könnten sich. Ernsthaft, eine Rakete. Hehe. Jetzt kann ich Leute ärgern. Was gibt Schöneres? So eine Runde wie damals einfach nur mit einem Kill gewinnen. Wer kennt's nicht? So. Schwimmen wir hier noch ein bisschen im Kreis rum. Didu. So. So, eine tägliche Mission hätten wir schon mal. Let's go. Da schieße dich selber mit Belagerungskanonen. Und abfeuern. Boah. Boah, fliegt die durch die Gegend. Yo! Da war der 106er aber richtig drin. Puh! Oh. Das kann jetzt heiter werden. Wartet mal. Wo ist denn der? Aha, der schwimmt außen rum. Wie so ein Flipper. Mann, ich habe keine Ausdauer mehr. Ach, Mano. Mach doch nicht diesen. Wo ist denn der jetzt? Hallo, Flippi. Hä? Hä? Wo ist der? Hä? Er kann doch gar nicht weit gekommen sein. Laber doch keinen. Hä? Was? Buschcamper! Ist er ekelhafter? Da ist die Rakete fliezen gegangen. Aber direkt dementsprechend. Geht. Ja, jit! Ja, jit! Depp. Hä, warum treffe ich ihn nicht? Was ist das? Hä? Voll dumm. Das ergibt voll keinen Sinn. Wie konnte die Rakete nicht treffen? Rockt er jetzt. Hey, wo ist der jetzt? So. Hä? Das ist mir echt nicht schlau, ne? Hey, ich höre den doch schon wieder. Was macht der denn? Ich verstehe dem seine Logik nicht. Was versucht er da? Der ist hinten rum, der Ekelhafte. Aha. Na gut. Schade.
Shieldbreak. Bam. Kleine ekelhafte, Alter. Ja, auf jeden Fall die mythische gehabt. Oh, eine Drunkgun. Voll mies. Oh Gott. Oh, scheiße. Mies. Was will der machen? Boah. Die hat ihn echt viele Mats gekostet, glaube ich. Win mit 2 Kills sollte es euch zu machen, ne? Let's go! Nein! Let's go! Ah, geil! Wer kennt's dich? Kommt, Leute, gehen wir direkt in die nächste Runde, würde ich sagen. Ah, zu geil. Ey, sogar die Krone wird auf dem Bild angezeigt, cool. Finde ich geil. Let's go. So. Gehen wir direkt in die nächste Round hier rein. Da, 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 da.
Nee, heute zockt sie mal Solo. Okay, chillig. Heute zockt sie mal Solo. Heute mal wieder. Heute hat sie mal keinen Bock auf Dings, Teams. So, für die Belagerungskanonenmission muss ich nach Kanon. Am besten. Safe werde ich dann jetzt gleich wieder weggeklatscht, die ist kommen. Safe wollen mich jetzt alle holen gehen. Fahrzeug, womit ich das diese Barrikaden über den Haufen fahren kann. Wahrscheinlich eher nicht. Ah doch, da vorne ist ein Whiplash. Ah, da brauche ich doch so eine Ramme, ne? Um das kaputt zu machen. Hm. Dazu darf mir jetzt aber keiner den Whiplash klauen oder die Ramme. Ich muss eine Ramme finden. Alter, wenn man jedes Mal ein Trommelgewehr findet. Auf chillig. Leute, ich habe heute den Sound von der Musik. Von der Musik auch nicht so hoch. Da, ihr sollt ja nur das Gameplay so quasi. Also, ihr solltet ja schon das Gameplay mitkriegen. Deswegen heute mal den Sound von der Musik nicht ganz so laut gestellt. Alter, einfach direkt eine legendäre MP, ja moin. Baba Loot läuft. So. Zwei Gigomigos. Hä, von wo? Von da oben. Lol. Schießen sich da oben gegenseitig über den Haufen. Cool. Bis jetzt noch leider keine Ramme gefunden. Und hier steht auch noch ein Whiplash, okay. Sehr interessant. Wie ihr es auch schon im Titel gesehen habt, Leute. Oder, wie ihr es allgemein schon gesehen haben werdet. Auch hier gerade in der Lobby vorher. Ich bin fast an die Level 2. Ich gehe an die Level 200 hoch. Bam. Ich will mal mit Trommelgewehr spielen. Gucken, ob das wirklich so geil ist, wie man sagt. So, da vorne ist der Whiplash. Bam, aufgemotzt, das gute Ding. Ich höre hier schon einen. Ja, cool. Als ob. Hoho, 3 HP. Tschüss. Ja, ich hab noch 3 HP. Ja. Tschüss. Medikit umso wichtiger gerade.
Alter. 3 HP hatte ich gerade noch. Oh mein Gott. Was kaputt, was kaputt, was kaputt. Schön, alles kaputt. Boom, boom, boom. So, alles kaputt. Hab alles kaputt gemacht. So, let's go. Nächste Mission erfüllt. So, die Minis könnten mir später noch wichtig sein. Genauso wie der Eierbomber, aber der ist eigentlich nicht so okay. Ich würde sagen, ich baue jetzt noch ein bisschen Mats ab und dann sehe ich zu, dass ich mit einer Kanone Richtung Zone fliege, weil ansonsten habe ich keine guten Chancen mehr. Einfach 2 Wins hintereinander, wie geil wären das denn heute? Aber ich hatte heute allgemein schon eine geile, 2 geile Runden in Arena. Oh shit! Junge, was willst du? Lass. Junge, was habe ich dir getan? Ja, geh mal lieber weg, ey. Gar nichts getan. Trotzdem greift er mich hier die ganze Zeit an, der Kleine. Schon ordentlich gedrückt, so ist nicht. Boah, nee. Der Typ hat mir echt ordentlich gedrückt. Aber hier sind zum Glück Ostereier. Ob die mir natürlich Heilung geben, das ist halt die andere Frage. Glaub nicht, oder? Nee, geben nur Schild. Mies! Oh, cool. Was? Der Fisch hat mich nochmal geheilt. Bam. Das wäre so Karma gewesen, wenn ich jetzt einfach, wenn einfach mitten in der Luft dieser Effekt einfach aufgehört hätte. Der Schwerelosigkeitseffekt. Wenn der einfach mitten in der Luft jetzt aufgehört hätte, boah, das wäre so Karma. Ohne Witz. Ich habe auch persönlich gar nicht mehr so viel Pump Moon. Ist das schon mies? Den Typen kann ich. Ey, den Typen davor kann ich verärgern. Was macht der da? Hängt der an der Seilrutsche oder was macht der? Könnte man gerade meinen. Oh fuck, der hat mich gesehen. Oh nein, och nö, oh was, nein, der Arme, aber doch geil. Ey, der hatte sogar die, boah, der hatte sogar die Dings, der hatte sogar die epische davon, cool. Danke, Brudi. Was war das denn gerade? Als
als ob ich genau sogar noch auf der Bosshöhe war mit der Dings, mit der mythischen Infrarot. Was ist denn hier passiert? Ist hier gerade vorher jemand gestorben? Egal. Let's go, Richtung Zone. Level 123. Let's go. Das heißt, ich bin heute mindestens Level 125. Cool. Einfach nächste Woche, Anfang der Woche, Level 100, über Level 130. Moin, Meister. Einfach anderer Ausraster hier. Ja, und der Typ hat gerade versucht, mich zu holen. Lol. Netter Versuch. Der saß wahrscheinlich gerade schon ganz entspannt da, hat sich gedacht, oh, okay, den snipe ich mal, vielleicht treffe ich ja. Vor allem, wenn der Typ wüsste, was ich für ein Loot dabei habe, mein lieber Schieber. Der Typ, der wird sich sofort auf mich stürzen, wenn der das wüsste. Können wir uns mal hier schön die Pilze. Ja, okay, nicht ganz voll, aber okay. Besser als nix. Auf Anhieb. Und da hinten ist schon wieder ein Auto. Moin! Eigentlich müsste ich nach der Runde quasi gar nicht mehr weiter zocken, weil das Ding ist, ich habe ja schon meine täglichen Aufträge gemacht. Der Typ ist auch schon wieder fast Shieldbreak, ne? Ey! Best. Ich habe richtig gefettfingert beim Bauen. Was macht der? Logik da. Du bist dumm, ey. Aha, das war der Typ, der mich snipen wollte. Interessant. Der Typ wollte mich snipen und hat's nicht hingekriegt. Ah, geil. Und noch dazu hat er gerade von mir auf die Fresse gekriegt mit der Drumgun. Oh, Mann. Der arme Typ. Er tut mir jetzt schon leid. Ah. Hey, wo campen die denn überall? Unsinn. Ja, der Typ, der guckt halt auch wirklich gar nicht. Ist sogar noch einer. Was ist das denn? Der eine rennt. Die Frau mit dem Jetpack interessiert mich gerade irgendwie im Winkel. Oh, cool. Junge! Die Shieldbreak! Yo! Chillig. Warum fall ich eigentlich in der Öffentlichkeit immer so auf? Ja, chillig, Bro. Nimm mir doch gleich alle die Ehre. Ja. Da fliegt auch noch mit Jetpack der Hund. Ja! Weg mit dir, Schmutz! Wer mit Jetpack spielt, Alter, Junge. Er spielt mit Jetpack und ist so ehrenlos, weißt du? Du kannst von jedem Deppen, kannst du da angeschossen werden. So wie der Typ spielt, ich hätte ihn snipen können, der wäre tot gewesen, wenn er Pech hat. Hat aber nochmal Glück gehabt. Aber trotzdem unter den Top wieder gewesen. Auch nicht übel.
Aha, jetzt spielst du mit 3 Leuten, okay. Interessant. Was soll's. Mama hat noch eine Dings. Mama kurz noch den Deathrun durch. Und würde ich sagen, Mama noch ein wenig Just Chatting und dann beende ich den Stream auch an der Stelle. Ja, so ist es. Ah ja. Bin mal gespannt, wenn ich mal wieder den guten Captain hier raiden kann. Weil unter der Woche momentan kann ich ja nicht. Da kann ich den guten Captain nicht raiden. Aber vielleicht, wenn ich da mal Urlaub habe, kann ich den guten Captain mal raiden. Ich würde sagen, ich mache den Death Run jetzt noch. Dann mache ich erstmal noch kurze Pause. Dann machen wir noch Just Chatting und dann, ja, machen wir Dings. Ja, dann beende ich den Stream auch an der Stelle. Immer wenn du mir sagst, ist es vorbei. Eine Stunde. Moin. Hi. Kann ich das da hinsprayen? Geht das? Man kann einfach gar nicht sprayen hier. Mies. Gar nichts. Digga, der hat die richtige krasse Hacke. Das könnte ich auch machen, wenn ich will. Dreht sich auf der Kopf so richtig gruselig, boah. Aha, die hat sich das Zukunfts-Lynx-Paket gegönnt, die Gute. Hier. Let's go! Ist da wirklich gerade jemand bei Level 1 runtergeflogen? Ernsthaft? Cool, dass sie sich alle gegenseitig sabotieren. Oh. Ich hab doch einfach durch. Was habt ihr hier eigentlich? Ups! Nein! Mann! Ich bin runtergefallen. Menno! Jetzt renne ich. Ich runne. Bam.
Einfach runtergeflogen. Moin, Meister. Ist klar, ich werde natürlich wieder in die Falle geleckt, Alter. Moin. Und krieg dann die Falle zu spüren, ist klar. Läuft. Kann man diesen Level nicht schaffen, der Level ist so easy. Eigentlich gefühlt alles, was man hier spielt, ist eigentlich nicht so schwer. Finde ich. Geht eigentlich. Miau. Nur eins kann ich euch prophezeien, Leute. Falls ich also, sagen wir mal, ich werde nächste Woche Level 150 und ich werde dann quasi, bevor die Wochenaufträge enden, Level 200. Dann kann es wirklich gut sein, wenn ich so auf die Richtung Level 300 zugehe, dass es wahrscheinlich schwierig werden könnte. Weil sich dadurch wahrscheinlich wieder die Level sozusagen, die XP-Anzahl erhöhen wird, denke ich doch mal von Epic Games Seite. Letzte Season, als ich ja bei Level, was war's, 386 stehen geblieben bin. Ja. Habe ich auch so gedacht, Alter. Die XP, die ich dafür brauche, um nur ein Level aufzusteigen, es ist so lächerlich und noch dazu so hart. Junge, Junge. Alter! Ernsthaft. Bam, hauen wir mit rein hier. Let's go.
So. Bam, Level 200 durchgerannt hier an der Stelle. Thank you.
Ja, klar, ich flieg runter, ist klar. Ach, Mann. Das war ziemlich knapp. Wie geht das? Ich bin da schon drüber gesprungen gewesen und plötzlich haut mich die Falle trotzdem weg. Logik. Sie muss ich demnächst auch mal. Dings muss ich mal demnächst auch noch wieder überarbeiten. Follower C, weil. Läuft jetzt demnächst aus. Stimmt auch nicht mehr. Was? Mir fehlen nur noch 3000 XP, ernsthaft? Jo, 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 ja, ja, bam, bam. Nervig. Ey, nein, ach komm. Das kann nicht wahr sein. Ich hoffe, ihr geht's gut, Leute. Ich hoffe, Pauline geht's gut. Lange schon nichts mehr von ihr hier im Stream gehört. Bin ich ein bisschen traurig, aber naja. Vielleicht hat sie momentan einfach Besseres zu tun.
Ja, ist doch klar. Dass ich wieder runterfall. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, der Skin will einfach nicht springen. Natürlich falle ich runter. Was ist denn das heute? Ich fliege die ganze Zeit runter. Mann. Thank you.
Was für ein Lag, ey. Hey. Level 125, let's go. Ach komm. Warum geht ihr denn nicht auf den Bouncer drauf? Ich verstehe es nicht. Wieso? Bam, die letzten EP nochmal reingeholt. Let's go. Schon mal für morgen vorgesorgt. Let's go. Gut, dann würde ich sagen, bin ich durch mit Fortnite heute. Aber ich wechsle noch gerade den Skin, weil morgen... Nee, übermorgen ist Ostern. Da will ich ja auch gebührend gekleidet sein hier in Fortnite. Wer kennt's nicht? Habe ich den Osterskin hier überhaupt eingespeichert? Eigentlich schon. Zumindest denke ich das mal. Habe ich den ja eingespeichert schon, oder? Marigold. Dings. Habe ich den gar nicht eingespeichert? Ich dachte, ich hätte den das Hasenset mal eingespeichert gehabt, hä? Gar nicht eingespeichert? Ah, doch, hier. Habe ich doch eingespeichert, habe ich doch mal gewusst. Als ob ich das nicht eingespeichert hätte. Das wäre ja auch komisch gewesen. Ganz seltsam, wenn ich das nicht eingespeichert hätte, das Set, ey. Eieiei. Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht. Habe ich das wirklich nicht eingespeichert, ey? Geil. Zu geil, wer kennt's nicht? Wer kennt noch dieses andere Symbol, Leute? War in Season 6 so bis Season 8 war immer so mein Zeichen hier drin gewesen. Bam, bam. Sogar 125 Sterne passen direkt zu meinem Level noch. Ich würde auch sagen, wir tun mal die ganzen Omni-Sachen hier mal verbraten, damit das nämlich weg ist. Bam. Hauen wir noch in das Item rein, dann noch in das hier. Bam, bam. Ziehen wir das noch mit rein. Bam.
Bam. Haben wir da noch? Gut, bam. Und das soll das letzte gewesen sein. So. Und jetzt haben wir schon so viel Zeug im Besitz, das gibt's gar nicht. Dann kommen noch die Farben, dann kommen noch die ganzen hier Soundeffekte zusammen und dann hätten wir alles auch von dieser Reihe hier. Das müssen wir auch mal noch durchspielen, aber ich will eigentlich warten, bis das Ganze sozusagen, ja, die ganzen Aufgaben freigeschaltet sind. Da kann man das nämlich alles in einem Rutsch durchhauen und muss nicht ständig sozusagen warten, bis mal hier quasi, ja, alles freigeschaltet ist und so weiter. Ist einfach besser, finde ich, an der Stelle. Ja. Und ich bin auch schon auf gutem Weg auf Level 3500. Läuft an der Stelle. Ah, anders geil. Gut, Leute, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle jetzt erstmal eine kleine Pause. Ihr könnt euch so lange noch was zu trinken, noch was zu snacken holen. Könnt auch ein Video gucken, wie es euch beliebt natürlich an der Stelle. Ist ja eure Sache. Oh, Schach. Oh, schade, das eine Set da ist raus. Finde ich sehr schade. Hätte ich gerne noch drin, weiter drin gehabt. Wäre sehr schön gewesen an der Stelle. Was habe ich denn eigentlich als Spitzhacke? Den Klebelutscher momentan, ne? Gibt's eigentlich eine patzende Osterspitzhacke hier? Ja, den hier, ne? Den Osterknüppel, aber der kostet 800. Mies. Ah ja, stimmt ja, Leute. Ich hätte fast eine Sache wieder vergessen. Ich muss ja heute mal wieder in RDW rein. Ich will da deswegen was gucken. Kann ich gerade mit euch noch zusammen machen, bevor ich in die Pause gehe. Bevor ich meine Pause mache. So, RDW. Gehen wir mal kurz rein. Hier an der Stelle. So. RDW, der nächste ist wieder 150. Schade. Ich dachte, es wäre vielleicht wieder was Größeres. Schade, schade. Tägliche Missionen haben wir hier immer noch. Müsste ich auch mal wieder spielen, aber erst wenn ich mal wieder richtig Zeit habe. Dafür kann ich leider nichts machen. Bam. So gut, Leute, dann würde ich eben jetzt mal in die Pause gehen. Ihr könnt, wie schon gesagt, so einen Film gucken, ein Video gucken, wie es euch beliebt, auch vielleicht euch was zu trinken oder zu snacken holen. Je nachdem, ich tue schon mal im Hintergrund hier alles vorbereiten. Gerade das Chatting, damit ihr Bescheid wisst. So, bam. Jetzt ist das Video, ist das nicht so umständlich für mich, wisst ihr. Muss ja nicht sein. Hauen wir schon mal Just Chatting hier mit rein. Dann machen wir das nah, nämlich. Bam. Habe ich die Kategorie schon mal geändert? So. Hier drauf auf die Videos. So. Gut, Leute, dann bin ich mal eben weg. Euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir hören uns dann wieder, wenn meine Pause vorbei ist. Und dann gucken wir uns noch zusammen noch etwas an. Und dann, ja, würde ich den Stream auch beenden. Ich gucke dann auch gerade mal noch kurz, bevor ich jetzt Pause mache, wer denn heute noch so live ist. Damit ich nachher jemanden raiden kann. Ist nicht so umständlich für mich da. Ah, heute sind schon ganz schön viele online, so ist nicht. Ich würde die gute Gas League Rape heute, glaube ich, raiden. Wenn die natürlich nachher noch live ist. Wenn sie nachher nicht noch live ist, dann suche ich mir noch jemand anderen. Noch jemand anderen aus. Aber solange die natürlich noch live ist, dann raide ich die an der Stelle. Gut. Dann würde ich sagen, bin ich mal eben weg, Leute. Euch viel Spaß bei dem, was ihr jetzt macht, und dann würde ich sagen, bis gleich.
So, Leute, da bin ich wieder. Gehen wir wieder ins Stream hier rein. Muss nur gerade hier nur kurz was schließen. Und zwar, Leute, ich habe noch eine Sache ganz vergessen. Das habe ich echt seit lange gar nicht mehr gemacht. Es geht nämlich um Nello. Er war auch mal in meinem Stream gewesen, ist aber schon wirklich lange her. Trotzdem bin ich nicht so remote den Bowie an der Stelle. Wenigstens läuft es hoffentlich für ihn etwas besser momentan als für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch wenn die Videos auf YouTube gerade an die 100 Aufrufe sind, was ich soweit weiß. Ja, denke ich mal, ich hoffe mal, es läuft bei ihm besser als bei mir, weil bei mir ist morgen wirklich anders. Also bei mir ist momentan wirklich anders Abriss irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll, aber ja, ist halt schwierig. Und zwar, boah, das Video hat einfach schon 12.268 Aufrufe. Läuft bei dem. Läuft bei dem. Der hat sogar, glaube ich, mal... Ist es 4K? Okay. Also entweder das Video oder er will die 4K Daumen nach oben schaffen. Auf das Video. Ich bin halt momentan wirklich nur halt etwas anders frustriert, Leute. Ich könnte kotzen. Manchmal, aber es hilft auch nichts weiter. Ich mach trotzdem weiter, weil ich will ja nicht ständig irgendwo stehen bleiben an der Stelle. Aber ja, hören wir uns das Lied einfach mal kurz an, Leute. Wer den Sinn nicht versteht oder es halt, Dings, keine Ahnung, nicht so fühlt, er kann auch kann auch rausgehen. Aber ich denke mir so, mal so dieses Lied hier noch mit reinzunehmen, ist nicht so großartig schlimm. Kann man machen. Ist ja nur 2 Minuten 18 dann. Aber das tut, glaube ich, die, sozusagen die Emotion von Nello, sozusagen, widerspiegeln, sozusagen. Ich glaube, das soll es damit ausdrücken. Ich bin mir da nie so genau sicher. Eine Love Story für uns zwei. Nein, ich werde nicht kreidebleich. Schreib dir gerne auf, mich wiegt diese Traurigkeit. Ich wär gern bei dir, bitte, ja, remember. Ich lass kein anderes Mädchen bei mir enter. Eine Love Story für uns zwei. Nein, ich werde nicht kreidebleich. Schreib dir gerne auf, mich wiegt diese Traurigkeit. Ich wär gern bei dir, bitte, ja, remember. Ich lass kein anderes Mädchen bei mir enter. Alter, der Bass kickt ja auch anders während der Szene. Ich lass kein anderes Mädchen bei mir enter. Eine Love Story für uns zwei. Nein, ich werd nicht kreidebleich. Schreib dir gerne auf, mich wiegt diese Traurigkeit. Ich wär gern bei dir, bitte, ja, remember. Ich lass kein anderes Mädchen bei mir enter. Take my hand und bitte lass sie nie mehr los. Ich will zeigen, was ich fühle und deine Augen schimmern groß. Im Mondschein sind wir down und bis morgen neu erlaubt. Ich hoffe, ihr nachgehe ich dann drauf, ja, ich lieb nur für sie. Nein, ich brauche keine anderen, weil die ganzen anderen in meinem Leben schon gegangen sind. Du bist da, wenn die Ängste wieder kicken. Und wenn es mir wieder schlecht geht, ja, versorgst du mich mit Kippen. Vor mir geht's nicht gut wegen dir. Meine Sorgen bringen mich irgendwann um. Ja, du weißt, ich habe Angst, dich zu verlieren. Darling, falls du gehst, dann bring. Wir beginnen ein neues Chapter. Bitte gib mir nur eine Antwort darauf, dass du mich vermisst. Eine Love Story für uns zwei. Nein, ich werde nicht kreidebleich. Schreib dir gerne auf, mich wiegt diese Traurigkeit. Ich wär gern bei dir, bitte. Ich wär gern bei dir, bitte, ja, remember. Ich lass
Das hört hier nicht mit rein. Wir hören nochmal das Lied hier, Leute. Ich finde es so geil gerade, weil es halt wahr, was er sagt. Eine Love Story für uns zwei, nein, ich werde nicht kreidebleich. Schreib dir gerne auf, mich wiegt diese Traurigkeit. Ich wär gern bei dir, bitte, ja, remember. Ich lass kein anderes Mädchen bei mir enter. Eine Love Story für uns zwei, nein, ich werde nicht kreidebleich. Schreib dir gerne auf, mich wiegt diese Traurigkeit. Ich wär gern bei dir, bitte, ja, remember. Ich lass kein anderes Mädchen bei mir enter. Lass ihn nicht mehr los. Ich will zeigen, was ich fühle. Und deine Augen schimmern groß. Im Mondschein sind wir down. Und bis morgen dann erlauben. Ich hoffe, hier nach gehe ich dann drauf. Ja, ich lieb nur für sie. Nein, ich brauche keine anderen. Weil die ganzen anderen in meinem Leben schon gegangen sind. Du bist da, wenn die Ängste wieder kicken. Und wenn es mir wieder schlecht geht, ja, versorgst du mich mit Kippen. Vor mir geht's nicht gut wegen. Meine Sorgen bringen mich irgendwann um. Ja, du weißt, ich habe Angst, dich zu verlieren. Darling, falls du gehst, dann bringe ich mich um. Die kickt anders rein, ey. Wir beginnen ein neues Chapter. Bitte gib mir nur eine Antwort darauf, dass du mich vermisst. Eine Love Story für uns zwei, nein, ich werde nicht kreidebleich. Schreib dir gerne auf, mich wiegt diese Traurigkeit. Ich wär gern bei dir, bitte, ja, remember. Ich lass kein anderes Mädchen bei mir enter. Eine Love Story für uns zwei, nein, ich werde nicht kreidebleich. Schreib dir gerne auf, mich wiegt diese Traurigkeit. Ich wär gern bei dir, bitte, ja, remember. Ich lass kein anderes Mädchen bei mir enter. Gut, das passt, Leute. Nehmen wir uns das nächste Video vor an der Stelle. So. Von wegen. Das dauert jetzt noch 30 Jahre, bis es mal geladen hat, oder? So kommt mir das momentan vor. Ich kotz. Und zwar richtig im Strahl. War das eigene Video? Habe ich das vielleicht ausgelassen? Oh scheiße, ich habe das ausgelassen. Och nee. Oder habe ich das aus... Nee, das habe ich nie ausgelassen. Was habe ich? Besonders? So, spring mal zurück. Das Video dauert jetzt noch 1000 Jahre, bis es mal geladen hat, oder?
Irgendwie habe ich gerade gefühlt, gerade dieses Gefühl, dass YouTube mich hops nehmen will. Ist aber auch. Yo, ich bin der Typ, der seit Anfang an Fortnite spielt und schon über 40.000 Euro in seinen Account reingesteckt hat. Wieso hast du denn den völligen Bezug zum Leben verloren? Das kann doch nicht sein. Und natürlich einen Haufen Zeit, Leute. Ich will nicht wissen, wie viel Spielzeit wir überhaupt haben. Und heute mache ich das Video, vor das ich mich schon sehr, sehr lange gedrückt habe. Und zwar, ich werde euch meinen kompletten Fortnite-Account zeigen, und in den ich schon über 40.000 Euro reingesteckt habe und sogar schon ein Angebot von über 50.000 Euro bekommen habe. Die Story werde ich euch auch noch erzählen, Leute. Wir sind drinne. Ich werde euch jetzt so ein bisschen was zeigen, wovon ich denke, dass das selten ist, oder zumindest, vielleicht seht ihr das Video jetzt auch ein bisschen später und das war jetzt mittlerweile schon im Itemshop drin gewesen und ist nicht mehr so selten. Ich habe jetzt aber auch gar keinen Plan, was jetzt hier wirklich so ultra krass ist. Wir gehen einfach mal alles durch, Leute. Und zwar Kontolevel 3379 haben, glaube ich, die wenigsten in Deutschland. Also ich kenne bis dato keinen, der ein höheres Kontolevel hat als ich, Leute. Wie ihr wisst, wir suchten immer absolut durch, haben alle Level immer geholt. Ich weiß nicht, vielleicht TutuTV, weil der spielt auch nicht mehr aktiv. Und viele haben so um die 2500 DOGs, weil es gibt halt Leute, die auch mal ab und zu aufgehört haben, nicht mehr spielen. Und ihr wisst, ich habe die ganze Zeit durchgesuchtet. Und deswegen, Leute, mein Account ist nicht gekauft oder sonst was, weil das ist erstmal nicht erlaubt. Zweitens, ich habe mir wirklich alles selber gekauft von Anfang an. Und deswegen fehlt mir vielleicht, also es fehlen mir nicht viele Skins, aber es fehlen mir vielleicht ein, zwei Sachen. Aber ich bin sehr zufrieden, Leute. Wir haben hier wirklich viel Energie allgemein auch in die ganzen Aufgaben gesteckt und alles freizuschalten. Es ist wirklich der Wahnsinn und ich habe da wirklich mal ein serious Angebot von einem Bekannten bekommen. Name sage ich hier nicht, aber über 50.000 Euro hat er mir geboten für meinen Fortnite-Account. Werde ich natürlich nicht abgeben, weil, Leute, erstens, wie gesagt, ist es nicht erlaubt. Zweitens, Bro, das ist irgendwie, gehört irgendwie zu meinem Leben mit dazu, wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie was Besonderes, man hat lange hier für hingearbeitet und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich hier reingucke und ihr freut euch meistens auch, das finde ich irgendwie cool. Wir gehen kurz rein bei Banner, ich bin jetzt nicht so unbedingt der Banner-Experte, das ist hier auf jeden Fall ein seltenes Level-Banner gewesen, das hat man damals bekommen, glaube ich, wenn man Level 300 erreicht hat. Sieht relativ cool aus, habe ich jetzt auch erst entdeckt, wo ich gerade das alles so ein bisschen mal durchgegangen bin. Dann haben wir natürlich hier das seltene Battle-Bus-Banner. Das hat man damals in der Season 1 bekommen, wenn man Level 10 erreicht hat. Also wenn ihr damit einen seht, dann wisst ihr, okay, das ist ein Season 1-Spieler. Schon sehr, sehr selten. Dann haben wir hier noch Leute, damals war es ja so gewesen, es gab ja nur die Level 1 bis 100. Und Level 100 zu erreichen, das war schon... Da musste man schon ordentlich durchzocken, sage ich euch. Da musste man viel Fortnite spielen. Und ich habe es einmal in der Season 9, glaube ich, ist der Banner durch, oder Season 8 durchgezogen und habe mir noch diesen Banner hier gesichert. Sehr, sehr seltener Banner, Leute. Werdet ihr wenig Leute sehen, die einen 100er Banner haben. Wenn ihr einen seht mit einem 100er Banner, wisst ihr direkt, da sollte man Acht geben. Ist auf jeden Fall ein Schwitzer. Ich weiß auch nicht, hier dieser... Ja, Skulls, Dings, Banner hier, ist auch noch hier von diesem Level, das ist quasi, glaube ich, Level 100 gewesen oder so. Ich weiß halt auch nicht, ich kenne mich jetzt nicht so aus, das waren halt so die, das sind hier eigentlich so die seltensten, die ich kenne halt. So, ich weiß nicht, ob jetzt hier noch ein ultra krass seltenes Banner dabei ist. Bei den Skins und so kenne ich mich relativ gut aus, aber Banner-technisch bin ich absolut raus. Ich weiß, es gibt so ein Alpha-Banner, das haben Leute bekommen, die halt Fortnite in der Alpha getestet haben. Dann gibt es irgendwie noch so ein anderes Spezialbanner da. Epic Games Mitarbeiter oder so, keine Ahnung. Hier Double Pumpgun Banner. Ja, ist jetzt, wie gesagt, juckt mich auch nicht. Ich habe meist immer entweder das 100er Banner, das drin oder so, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so krasse Sachen habe. Dann haben wir hier Ladebildschirme. Können wir auch mal reingehen und zwar bei Seasons, nämlich die Ladenbildschirme gab es ja damals im Battle Pass immer drin und das sind halt auch extrem ja, Season 3. OG Loading Screens, die halt so die Leute nicht mehr bekommen werden, ne, Leute? Das ist halt von damals hier Season 3, Season 4. Season 4 hatte ich nicht. Das ist alles Geschichte von Fortnite. Das ist wirklich, das kann man hier wie so ein Bilderbuch durchgucken. Man kann sich so die alten Sachen angucken, wie sich das so weiterentwickelt hat hier Season 4. Man weiß dann auch immer einfach die Erinnerung von der Season wieder, wenn man das sieht. Habe ich meist auch hier auf zufällig gestellt. Weil, wie gesagt, dann wechselt das halt alles mal durch und man sieht halt immer neue Banners. Finde ich ganz cool. Es gibt sogar zwei animierte, okay. Ach so, das hier einmal animiert. Aber warum sieht man das hier nicht animiert? Ich glaube, dass hier dieser Hybrid der Dings, okay. Ja, sind auch, haben wir hier
337 Loading Screens. Ich werde euch jetzt nicht jeden einzelnen zeigen, weil ich glaube auch einfach, das wird euch gar nicht jucken. Ja, ist cool zu haben. Werde ich auf zufällig stellen und dann haben wir halt immer zufällige Mana. Ist auch cool. Musik, Leute. Ich habe die Musik immer gemutet. Ich kaufe mir die auch gar nicht. Meist kriege ich die von irgendwelchen Leuten geschenkt, die ich auf der Freundesliste habe. Haben wir 87 Stück. Juckt mich absolut gar nicht die Musik. Weiß ich nicht. Habe ich auch nicht gesammelt und bin ich auch nicht irgendwie drauf krass eingegangen. Dann haben wir hier noch die Lackierungen, muss ich auch sagen. Ich habe jetzt ein paar selten rausgesucht, 5 Stück, die sehr selten sind. Und zwar haben wir hier einmal die Konvergenztarnung. War jetzt 982 Tage nicht im Itemshop gewesen. Leute, die Konvergenztarnung, ja, 982 Tage nicht im Shop gewesen. Die Essenztarnung, 951 Tage nicht. Dann haben wir hier noch eine wirklich geile Tarnung. Und zwar die Tendrilstarnung. Tentakeltarnung heißt die auf Deutsch, okay. Sieht richtig sick aus, muss ich sagen. Habe ich so auch noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. War jetzt 882 Tage nicht im Shop drin gewesen. 911 Tage der White Dragon. Und dann haben wir hier noch diese Uhrzeit-Tarnung. Keine Ahnung, da sind so Uhren drauf. Zeitmechanismus. Sieht auch ganz cool aus. Dann haben wir natürlich noch einige wirkliche Granaten, muss man sagen. Weil viele Tarnungen waren in den Battle-Pässen drin. Das heißt, die kriegt man heutzutage auch nicht mehr, wie unter anderem hier, glaube ich, die Zuckerstange und so. Das sind halt Sachen, die werdet ihr nicht mehr sehen. Ich werde euch aber auch nur kleine Ausschnitte zeigen. Einer meiner Lieblingstarnungen, die ich jetzt auch wieder entdeckt habe. Übrigens, Magma-Tarnung war die erste animierte Tarnung überhaupt, die richtig krank aussah. Hab ich auch. Season 8, glaube ich, war auch im Battle Pass gewesen. Gibt's so nicht mehr. Ganz cool ist auch ein Flex, würde ich jetzt fast sagen. Aber welche ich wirklich krass finde, ist die hier. Mich wundert's, dass sie noch erlaubt ist. Aber Leute, guckt euch das an. Bro, das ist doch... Das habe ich jetzt erst entdeckt. Das ist doch unfair. Das sieht doch schon wie hackenmäßig aus, oder? Man denkt doch direkt, ein Hacker ist unterwegs, wenn da einer mit Boot oder mit Flugzeug oder was auch immer kommt. Fand ich sehr interessant. Es gibt schon einige wirklich krasse. Habe ich meist auch auf zufällig gestellt, weil... Das sieht aber auch wild aus, ne? Also... Gibt schon ein paar echt crazy Sachen. Ich glaube auch, manche wird Fortnite gar nicht mehr reinhauen. Also viele sind natürlich auch aus dem Battle Pass. Oha, hä? Okay. Ey, das ist, Leute, das auf dem Helikopter ist auch unfair, weil wenn man im Himmel fliegt und so einen blauen Okay, also ich bin gespannt. Ich glaube halt, wie gesagt, manche werden auch gar nicht mehr reinkommen, weil die auch competitive-mäßig, glaube ich, ein bisschen unfair sind. Haben wir eigentlich auch durch die Brandweite... Sieht auch sick aus, ne? Durch die Brandbreite hier alle Tarnungen, alles durch. Habe ich jetzt auch keine Lieblings... Nee, ist so cool. Boah, das sieht auch lustig aus hier. Ja, schöne Dinger hier. Gibt es hier noch irgendwas, was besonders auffällt? Ah, nee, gibt es ja so klar. Alle krass. Aber, ja, so ein kleiner... Boah, das sieht auch wild aus, ne? Ich hatte hier noch so eine blaue Tarnung vorhin gesehen. Und dann finden wir die noch wieder hier. Ja, es würde halt Real Talk zu lange dauern. Alle. Hat Stall diese eine Lackierung. Weil die sehen. Das Geile ist, es gibt ja auch diese Tarnungsskins. Da sehen auch die Dinger auch nochmal echt brutal aus. Nee. Wird man wahrscheinlich in 10 Jahren dann auch nochmal sagen, oh, boah, was für geile Tarnungen man hier hat. Dann gehen wir kurz rein, Leute. Als ob. In die Contrails. Ey, weil so ein kleiner Real Talk von mir. Als ob Stani diese Lackierung nicht hat. Was? Er hat einfach diese eine Lackierung nicht. Oh mein Gott, ist das lame. Ist das mies. Stani hat einfach wirklich diese, wie hieß diese Lackierung? Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Es war so eine weiße mit roten Streifen drauf, aber die halt immer geleuchtet hat. Die hat Stani, glaube ich, nicht. Habe ich meistens auch auf zufällig gestellt, dass man halt immer viele sieht. Ist aber auch jetzt nicht so, also ich nehme meist welche, die nicht so nerven, weil manchmal nerven die auch ein bisschen. Kam das erste Mal Season 3, wurden sie hinzugefügt im Battle Pass. Ist quasi dann das erste Mal, dass man so einen krassen Effekt hatte, wenn man runtergefallen ist. Besondere kann man jetzt sagen, eigentlich hier Flammen. Ich finde die sehr, sehr, also die nervt beim Runterfliegen. Aber wenn man die hat, Leute, die ist aus, glaube ich, aus Season 3. Ist die aus Season 3? Warte mal. Ich glaube, die war aus Season 4. Wenn ihr so einen zum Beispiel seht, weil die ist relativ unique, muss man sagen, wisst ihr direkt, okay, das ist ein OG-Spieler. Ja, haben wir hier noch welche aus, keine Ahnung, Valentinstag, alles drum und dran. Aber gibt es jetzt auch nicht so einen, wo ich sage, der ist noch ganz cool. Ja, ist jetzt halt nicht sowas, wo ich sage, Bro, spiele ich jetzt, ist ein Must-Have. Ich glaube auch, die meisten wissen gar nicht, was sie hier, also,
was sie hier haben oder wenn die das sehen. Man achtet halt auch gar nicht so richtig drauf. Wisst ihr, was ich meine? Achtet ihr auf Contrails bei Gegnern? Also habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung. Ja, sind hier einige coole mit dabei. Die meisten halt exclusive, weil die halt alle aus dem Battle Pass sind. Wird es so nicht mehr in-game geben. Natürlich. Deswegen viele sehr, sehr besonders. Ist aber auch... Wir gehen weiter, Leute. Jetzt kommen wir nämlich zu den interessantesten Teilen. Wir gehen direkt Hängegleiter rein. Ich habe mir extra die Mühe gemacht, Leute. Und habe nämlich... Es gibt eine Liste, wo man sehen kann, welche Hängegleiter zuletzt im Itemshop waren. Und das ist hier eine Liste, Leute. Diese Hängegleiter waren alle über 1000 Tage nicht im Itemshop gewesen und sind damit die seltensten überhaupt. Laber. Aber nicht alle, wie zum Beispiel, das ist, glaube ich, ein Hängegleiter gewesen. Den hat man aus dem Battle Pass oder eine Challenge bekommen damals. Season 3, Leute. Ich glaube, der war Battle Pass gewesen. Ein sehr, hatte sehr, ich sehr nicht. Hängegleiter, meiner Meinung nach. Weil hier, wenn ihr nach links oder rechts fliegt, blinkt das quasi wie so ein Auto. Sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch natürlich den Funkel-Spezialisten-Hängegleiter. Ist auch ein OG-Teil. Der war auch schon über 1100 Tage nicht im Itemshop drin. Aus der Season 3, Leute. Auch ein aus der Season 1, Leute. Der Wolkenschlaggleiter. Ein richtig geiles Ding. War damals öfters mal im Shop drin gewesen. Aber wie gesagt, jetzt auch schon über 1200 Tage nicht. Dann haben wir hier noch... Ich denke mal, die meisten werden die hier gar nicht kennen. Wie gesagt, alle, die ihr hier seht, Leute, über 1000 Tage nicht im Shop gewesen. Auch der hier, das ist, glaube ich, der drittselt oder zweitseltenste, nee, warte mal, der zweitseltenste Gleiter aktuell. Hauptsystem. Ich weiß es gerade nicht, keine Ahnung. Ihr wisst es wahrscheinlich besser, irgendeiner hiervon. Dann haben wir hier noch luftiges Lager. Lol, pff, das sind einfach so Kopfkissen drin. Marco-Gleiter, Leute, Season 1. Musste man ein Level, glaube ich, erreichen, um sich den zu kaufen. Ich weiß es nicht mehr. Auch ein extrem seltenes Ding. Wenn ihr den seht bei jemandem, dann wisst ihr auf jeden Fall, der war früh mit dabei gewesen. Stoßszene-Gleiter, der ist auch geil hier, Leute. Der Jolly Roger, weil der hier mich so ein bisschen an Sky Trooper erinnert. Hier dann noch so ein. Wir können jetzt nochmal hier noch. Das sind halt wirklich nur diese ganz exklusiven Dinger. Wir gehen jetzt nochmal bei alle rein und dann können wir nochmal gucken hier bei Seasons. Wir haben natürlich, wartet mal, Schirme, Leute. Alle Sieger, also überlegt mal, ich spiele seit Season 1, Leute, und jede Season habe ich mit. Okay, ich habe den Schneeflocke nicht, ich habe diesen japanischen nicht und ich habe diesen John Wick nicht. Diesen John Wick Light aus dem John Wick Modus, glaube ich. Damals, den habe ich damals nicht gekriegt, weil ich, glaube ich, entweder zu faul war, den Modus zu suchten oder wir es nie hingekriegt haben, einen Wind zu farmen. Das hat mich so genervt. Mindestens einen Sieg geholt und habe dafür einen Gewinnerschirm bekommen. Season 2, ja. Wir können ja mal durch, hier seht ihr halt alles nach Seasons geordnet. Season 2, Season 3, Season 4. Wir haben wirklich jede Season gespielt, Leute. Jede Season mindestens einen Win geholt und haben damit halt... Ja, ich habe halt in Season 1 und 2 nicht gespielt, deswegen habe ich die zwei Gleiter nicht. Und den John Wick Gleiter, den habe ich damals nicht gekriegt, weil wir den John Wick Modus nie gewonnen haben. Es waren solche Schwitzer damit drin. Den Modus hast du einfach damals nicht gewonnen. Die anderen haben komischerweise immer gewonnen. Gerade Quicks, Jeremy oder Adrian. Die haben alle den Modus gespielt und haben den gewonnen. Ich fand das so unfair. Und ich war der einzige Depp, ich war der einzige Bob, der den nicht gekriegt hat. Vor allem, die haben noch so gesagt, ja komm, wir helfen dir, wir kriegen das sicher hin. Ja. Sieht man ja. Ist ja nichts draus geworden. Leider. Ja, das sind die seltensten einfach, ne? Muss man einfach sagen. Besonders die Schneeflocke, Leute, ist aus der Season 2 damals gewesen. Aktuell, das ist der aktuellste hier. Man sieht auch, wie sich das weiterentwickelt hat, ne? Bum, bum, bum. Die wohnen halt hier immer krasser und spezieller. Sehen immer wilder aus. Ach, einfach nee. Immer schön zu sehen. Ist auch eine krasse Erinnerung, meiner Meinung nach. Ich finde, der fällt hier auch mit immer am meisten auf. Einer, der noch für wirklich die Bear Force One, Leute, hat wirklich damals für viel Aufsehen erregt, weil damals Valentinstag war es ein, das ist ein riesen Hängegleiter, Leute. Wenn man den ausgerüstet hat, der geht gefühlt über die ganze Karte. War schon wieder im Shop gewesen. Ding. Für viel Furore gesorgt, viele Leute haben den extrem gefeiert. Dann hier noch aus dem Battle Pass damals. Der Prisma-Gleiter war auch eine Zeit lang extrem selten, glaube ich, gewesen. Mies. So wie der Wackelaugen-Gleiter, der war auch, Leute, über 1200 Tage mal nicht im Shop drin gewesen. Habe ich jetzt einen Lieblingshängegleiter, muss ich auch hier sagen, habe ich meist auf zufällig gestellt. Eigentlich einen Lieblingshängegleiter habe ich nicht. Gibt irgendwie viele besondere, besonders hier die Autos und so, finde ich, sehen extrem cool aus.
spielt aber keiner, weil sie halt extrem groß sind und Fortnite mittlerweile wirklich sehr, sehr competitive-mäßig geworden ist. Dass man sieht halt einfach nichts, ne? Das ist schade. Luftrettung. Bro, das ist auch hier so ein absolut großer Hängegleiter. Das Out hier, das feier ich aber auch. Habe ich mal eine Zeit lang gespielt, einfach weil auch coole Mucke da rauskommt. Hört ihr das? Geil! Ja, das fühlt, das stand nie wieder. Auch cooles Geschichte hier. Ich weiß nicht, gibt es jetzt hier noch irgendeinen, den ich hier. Hier natürlich vom Galaxy-Skin, Leute. Auch ein sehr seltener Hängegleiter. Ich würde auch behaupten, dass wir den seltensten Spind in ganz Deutschland haben. Schneeschnitt. Ich glaube, niemand hat so. Auch der hier, Leute, den wird es auch nicht mehr geben. Den konnte man damals seinen Freunden zum Valentinstag kostenlos schenken. Wird es nie wieder geben. Das, oh, das weiß ich noch. Das war so geil. Seltenheit, Hängegleiter. Das war so geil. Was Fortnite hier teilweise für Gleiter reingebracht hat, die Fantasie ist da auf jeden Fall grenzenlos gewesen. Den kenne ich gar nicht. Bro, was ist das für ein Hängegleiter? Tiefflugtraktor, sieht ja auch absolut lustig aus. Was ist das denn? Nehmen wir den hier noch. Oh, der ist auch entspannt, ne? Der ist auch nice. Der Sound hier ist auch sehr, sehr cool. Ja, dann haben wir hier noch die Verrückten aus Star Wars. Ich weiß gar nicht, auch manche gab es, glaube ich, aus Challenges und so. Den finde ich auch sehr, sehr lustig. Den Millennium Falcon, Leute, gab es ja damals zu, ich glaube, Weihnachtszeit, kann das sein? Auch ein wildes Ding. Ja, aus der Weihnachtshütte. Natürlich das Astro World Travis Scott Ding hier. Alter, das wird's glaube ich auch nach Stamplays Auffassung wird's diesen Gleiter auch nie wieder geben wahrscheinlich. Es ist noch nicht bestätigt, aber wenn's den Skin und den Gleiter nicht mehr geben wird, oh mein Gott. Das wird so ein seltener Skin werden, ohne Witz. Ist dabei, Leute. Boah, ey, wenn ich jetzt gerade noch mal sehe, was für seltene Dinger hier alles sind. Krass. Oh, was ist das? Stimmt, das war der hier. Skelettsegel. Okay. Oh, ey, das sind auch Dinger hier. Auch das hier, Leute. Ich habe die Hängegleiter nie gespielt, wenn ich gerade mal so sehe. Den Exosgleiter. Es ist Wahnsinn. Ist der hier aus Battle Pass? Ich weiß es gar nicht, aber der ist auch geisteskrank. Sind halt auch viele, die es auch nicht mehr geben wird. Ich meine jetzt auch nur so einen kleinen Überblick, weil es ist einfach zu viel sonst. Hier ach nee. Flugzeug, dann hier, boah, die Mondrakete ist auch krass eigentlich. Ich glaube, die war auch aus dem Battle Pass, ne? Schöne Dinger. Jetzt kommen wir langsam aber zu den wirklich interessanten Dingern.